Was ist denn heute dran? Natürliche Medizin in der Gefangenschaft. Großartig! Langweilig. Ich mach erst mal ein Nickerchen. Mr. Falk, Sie haben uns ein paar sehr interessante Dinge mitgebracht. So ist es, Miss Betty. Das hier sind Verdauungskräuter. Das sind Lachkräuter. Das sind Duftkräuter. Das hier Schlafkräuter. Und zu guter Letzt noch die... Moment. Das ist ein Narkoleptikum, ja? Das ist was für kleine Hexen. Was denn, ein Schlafkraut? Na, da werde ich doch gleich hellwach. Ach, das erinnert mich an das Märchen von Dornröschen. Ich hab einen Plan. Das ist ja nichts Neues, Joe. Wir benutzen dieses Einschlafkraut der Indianer, um unsere Wachen einschlafen zu lassen. Wir müssen uns nur davonschleichen, während die Wachen narkotisiert sind. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Wir lassen alle hier einschlafen und machen eine Fliege. Zuerst mal brauchen wir Gasmasken für uns. Clever, was? Also, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Das ist genial. Aber ich weiß nicht, wozu das gut ist. Auf die Plätze! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich fühle mich heute irgendwie befeuert. Hey, Kumpel, los, komm, spiel ein bisschen mit mir. Wow, das war ein Strike. Kumpels! Hey, Jungs! Hey! Los! Ich bin... Nicht schlecht, oder? Wartet! Ich kann das noch viel besser! Schlüssel! Wer hat den Schlüssel? Ich nicht! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Aufgepasst! Hey, passt mal auf! Lustig, was? Seht euch Rantanplan an! Ich glaube, er versucht uns was zu sagen! Weißt du, wo der Schlüssel ist? Der Schlüssel ist! Der Schlüssel! Der Schlüssel ist! Hör auf, rumzuhecheln! Kumpels! Averill, das nächste Mal behältst du deine Gedanken für dich! Los, suchen wir den Schlüssel! Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Wo haben Sie ihn versteckt? Hast du ihn gefunden, Joe? Nö. Hey, das sieht lecker aus! Averill, nein! So eine Matschbirne! Tja, wir müssen ihn durchsuchen. Wer macht's freiwillig? Vielleicht sollten wir im Büro vom Direktor suchen. Hä? Wo ist dieser dämliche Schlüssel? Ich darf nicht sagen, dass der Schlüssel in der Truhe im Aquarium ist. Ich darf's nicht sagen. Hey, komm!
spät! Wollt ihr mit mir spielen? Lass uns in Ruhe, Peter! Aha! Riecht ihr den süßen Duft der Freiheit? Hey, wirf den Ball! Pfötchen, darf ich dir Pfötchen geben? Wie sind denn die Fußballergebnisse? Oh nein, die Boston-Kojoten haben gegen die Minnesota-Schakale gewonnen. Schon wieder. Also, ihr seht nicht gesund aus. Ich glaube, fabelhafter Falke hat seine Naturprodukte den Milchgesichtern verschachert. Bringen wir sie wieder zurück. Hey, Kumpels, komm zurück! Puh. Mann, ich hab heute vielleicht Feuer unterm Hintern. Der neue Gefangene ist da! Die Luft ist rein, wir verschwinden. Alles klar. Und wenn wir die Bohnenstange vorschicken? Everill, du gehst als Erster. Okay, dann werde ich mal. Wartet hier auf mich. Hopp! Ja. Sir James Wellington. Der Mann ist von Adel. Dieser neue Direktor hat wirklich Klasse. Wellington? Der Wellington? Er ist der Ausbruchskönig. 22 Versuche, 22 Mal erfolgreich. Einmal hat er sich als Präsident der Vereinigten Staaten verkleidet. Und wir? Wie viel haben wir? 347 Versuche, 347 Fehlschläge. Einer als russische Matroschkas. Was gibt's da zu lachen? Ich warne dich, von hier haust du nicht ab. Die Daltons sind der lebende Beweis, dass man hier nicht wegkommt. Was? Die Daltons sind hier? Von denen spricht man im ganzen Land. Ach so? Ja, nach dem Essen, wenn man sich Witze erzählt. Werd ja nicht frech, Schmalzlocke. Ich wette, wir können vor dir ausbrechen. Abgemacht. Ich für meinen Teil bin heute Abend um 19 Uhr hier weg. Höchste Alarmbereitschaft. Die Ehre des Gefängnisses steht auf dem Spiel. Und eure Prämien. Sie haben ein Halsband gestohlen, um es einer Lady zu schenken. Oh, das ist ja so romantisch. Wenn die Lady so schöne Augen gehabt hätte wie Sie, dann hätte ich ihr eine Krone geschenkt. Oh. Komm, Rantanplan, zeig deinem neuen Meister, dass du ein Rassehund bist. Die Promenadenmischung ist nicht sehr helle im Kopf, was? Gehört er etwa den Daltons? Na bitte, er hat mich bemerkt. Ich spüre, wir werden ein großartiges Team. Ich hab ihn! Oh. Bravo! Um Himmels Willen, das kleine Küken hat seine Mami verloren. Mission erfolgreich beendet. Bye-bye, James! Der neue Chef scheint mich zu mögen. Er hat mir das beste Stück gegeben.
Okay, Planänderung. Wir bleiben die ganze Zeit dicht bei ihm und benutzen seinen Fluchtplan. Was ist der Unterschied zwischen einer Wespe und den Daltons? Ich weiß, die Größe der Streifen. Die Wespe kann jemanden stechen, aber die Daltons werden immer nur gestochen. Kann ich sie wieder absetzen? Um Himmels Willen, da müsste ich die schwere Kugel ja hinter mir herziehen. Das geht doch nicht. Wo ist er hin? Da, Beeilung! Alarm! Wellington versucht auszubrechen! Sir Wellington, wenn ich bitten dürfte. Passt auf die Tür auf! Das ist der einzige Ausgang! Alle lieben den Neuen. Selbst die Daltons wollen ihn unbedingt sehen. Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist doch schon eine Weile tot. Geist, Hilfe! Er macht schon wieder den Präsidententrick. Nicht solange ich wache stehe. Das war nur ein Ablenkungsmanöver von James. Das ist er. Da, er läuft auf den Knien. Oh, meine Wette! Unsere Prämien! Meine Ehre! Eine Lieferung für Miss Betty und hier ist ein Telegramm für den Direktor. Tja, damit hast du nicht gerechnet, James. Ohne ein Pferd hättest du sowieso nicht die geringste Chance. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Nun, ich bin etwas müde. Bring mich doch bitte in meine Zelle. Es ist 19 Uhr und er ist immer noch nicht abgehauen. Ja, ich bin der wahre Gewinner. Mein lieber Freund, vergessen Sie nicht, Ihre Uhr zu stellen. Ich habe sie eine Stunde vorgestellt. Alarm! Dieser Wellington versucht abzuhauen! Er hat den Sattelgurt durchgeschnitten. Dieser Wellington ist auf der Flucht! Schnell, schnapp ihn, die Avril! Alles klar! Den krieg ich! Dieser James ist unglaublich. Jetzt sieht er aus wie Rantanplan. Sagen Sie nichts. Ich weiß schon. Ich kann die Freiheit für mich spüren. Verflixt, was ist das denn? Unter meinem Bäuchlein wächst ein Baum. Hey, du hast Öl gefunden! Du hast Öl gefunden, Joe! Die Bleichgesichter können nicht ein bisschen ausspannen. Immer erfinden sie ein neues Problem. Das Öl ist die Zukunft und die Zukunft beginnt heute. Aber sagen Sie mal, ist das nicht ein bisschen umweltschädlich? Hören Sie, Miss, die Steinzeit ist vorbei. Also Sie können mir voll und ganz vertrauen. Dieses Gefängnis wird satte Profite einfahren, Direktor. Das klingt vielversprechend, Mr. W. Aber muss das auf dem Gefängnisgelände sein? Was soll ich sagen? Das Öl entscheidet, wo es rauskommt. Sie haben Weihnachtsbäume aufgestellt. Wir brauchen Weihnachtsbaumschmuck. Dieses Öl geistert mir im Kopf herum. Wir gehen nach unten, dort, wo die Ölvorräte sind. Dann segeln wir auf dem Öl und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Da, das ist die Straße zur Freiheit.
Und womit werden wir segeln, Captain? Ich habe uns ein paar Hühner heute aus der Kantine besorgt. Die müssen wir nur noch zusammennähen. Und unten blasen wir sie auf, wie ein Schlauchboot. Das Land unserer Vorfahren ist heiliger Boden, das wissen Sie. Es darf nicht mit stinkenden Türmen zugestellt werden. Uguala! Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Wenn die Erde unglücklich ist, dann wird die Erde böse. Die Bleichgesichter sollten vorsichtig sein. Ganz ruhig, verrückter Wolf, das ist doch nur zeitweilig. Richtig, höchstens für ein paar tausend Jahre. Das war sehr diplomatisch. Bravo. Richtung Mittelpunkt der Erde. Everill, das Schlauchboot. Hilfe, helft mir! Everill, hör auf rumzualbern und komm an Bord. Los, bald. Oh, hier gibt es eine Strömung. Wir haben schon verrückte Dinge gemacht, aber das hier ist das Verrückteste. Was war das gerade? Joe? Aua, aua! Siehst du, Joe, groß zu sein ist nicht immer nützlich. Warum sagt er mir das? Die Strömung wird immer stärker. Ich frage mich, ob das wirklich eine so gute Idee war. Ich wusste, das würde passieren. Und was machen wir mit dem ganzen Öl? Wir machen Geld. Warum? Sind Sie denn nur an Geld interessiert? Nö, natürlich auch an Gold. Rantanplan! Gib mir meine Sachen zurück! Entschuldigung, aber wie soll ich sonst den Weihnachtsbaum schmücken? Ist ja nichts da sonst. Ja, wir sind auf der anderen Seite! Hurra! Wir müssen nur ein leeres Loch finden. Hey, es wird ja immer dunkler. Ich sehe keinen Stich. Moment, ich habe ein paar Streichhölzer dabei. Nein! Keine Sorge, verrückter Wolf. Ich glaube nicht, dass uns die Ölförderung irgendwelche Probleme bringen wird. Ihre Worte in die Ohren des großen Manitou. Wie auch immer, der Zug des Fortschritts lässt sich nicht aufhalten. Wer nicht einsteigen will, bleibt zurück. Wow, jetzt gibt's noch ein paar Weihnachtsbaumkerzen dazu. Herrlich. Ich lass lieber meine Augen zu. Ist irgendwas passiert? Oh nein, mein Öl! Es geht in Rauch auf! Mein Öl! Ich hatte recht. Das ist äußerst schlecht für die Umwelt. Wenn die Erde sauer ist, dann wehrt sie sich. Die Bleichgesichter wollten ja nicht auf die Rothäute hören. Cut. Löschen wir die Feuer und schütten die Löcher zu. Die Zukunft wird noch warten müssen. Oh, der Weihnachtsmann hat uns Geschenke geschickt. Schokoladenüberzogene Früchte. Jetzt ist mir wirklich weihnachtlich. Das ist nicht fair.
Was ist denn das für ein Ding? Du hast mir doch gesagt, ich soll eine Feile stehlen. Aber keine Nagelfeile, du Idiot! Hört mal, Massenflucht aus der Irrenanstalt von Höllgölsch. 20 Patienten sind ausgebrochen. Das ist schon das dritte Mal in diesem Monat. Na, da kommt mir doch gleich eine Idee. Tun wir so, als hätten wir einen Sockenschuss, dann kommen wir in die Geschlossene. Ach, lass mich in Ruhe, du dämlicher Köter. Hau ab, verschwinde, lass mich in Ruhe. Hallo, kleine Schnecke, gehen wir zusammen spazieren? Ich glaube, ich hab da eine Idee. Es tut mir leid, kennen wir uns? Ah, ich wusste es, streunende Gefängnishunde, was für eine Schande. Igitt, und gewaschen haben sie sich wohl auch nicht. Kommt mit, ihr müsst wohl hungrig sein. Hey, Daltons, was ist denn das für ein Spiel? Wuff, wuff. Miau. Du dämlicher Vollhirni, du Rindvieh, wir sind Hunde und Hunde bellen. Ach. Oh, tut mir leid. Emmett, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Du meinst, wir haben vier Probleme. Geben wir ihnen ein paar Knochen, dann können wir sogar noch ein bisschen Geld sparen. Das wäre schlecht für meinen guten Ruf. Wir müssen sie in die Psychiatrie von Whole Gorge bringen. Um Himmels Willen, die sind doch von gestern. Ich habe bei einem Psychokurs eine revolutionäre Methode gelernt. Ich würde sie gern ausprobieren. Es wäre sehr positiv für unser Gefängnis, wenn ich die Daltons heilen könnte. Gut, versuchen Sie's. Sie haben einen Tag. Dann kommen Sie in die Anstalt. Ich freue mich über Asylanten, aber sie nehmen schon eine Menge Platz weg. Ist kein Problem. Wenn ihr euch so wohl fühlt, müssen wir nur noch rausfinden, warum das so ist. Was seht ihr auf diesem Bild? Wuff. Sehr schön. Und hier? Wuff. Sehr schön. Und hier? Wuff. Wuff. Faszinierend, doch faszinierend. Was ist denn mit der? Die wird uns nie heilen. Los, geben wir alles. Fertig und los! Gleich kannst du meine Faust kosten, Joel Dorton! 20 zu 1 drauf, dass Bill Hundekuchen aus ihm macht. Wette gilt! Stopp! Er ist krank! Er weiß nicht, was er macht! Lassen Sie mich bitte Hackfleisch aus diesem Köter machen! Damit eins klar ist, niemand fährt mehr in die Parade. Das sind meine Patienten. Die Patienten halten sich für wilde Tiere. Das ist faszinierend. Hey, Kumpels, wie geht's denn so? Habt ihr euch gut eingelebt? Also, irgendwann ist Schluss mit lustig, klar? Ich weiß, die sind nicht bei Verstand. Na, wer möchte den Ball? Und, sind Sie jetzt weniger verrückt? Aber mit der richtigen Methode sind Sie in einer Woche wieder fit. Morgen kommen Sie in die Anstalt. Ab in die Hütte. Wie Sie sehen, drehen Sie jetzt völlig durch. Ich bin sicher, dass ich Sie heilen kann. Betty, es wird Zeit, für deinen Glauben einzustehen. Appetit.
Stortons, beeilt euch! Ich befreie euch schnell! Hä? Was? Wie? Aber wir haben nicht darum gebeten. Ich hab Pete eine Schlaftablette verabreicht und jetzt macht mit, wir haben nicht viel Zeit. Ich lasse nicht zu, dass ihr in diese furchtbare Anstalt kommt. Fabelhafter Falke wird euch mit Pflanzen heilen. Pflanzen sind gut für euch. Wir möchten keine Pflanzen, wir möchten eingeliefert werden. Bitte lassen Sie uns in Ruhe, wir wollen in die Anstalt, wir sind verrückt. Wuff, 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 wuff. Der Arme redet im Delirium. Möge der böse Geist, der in dir steckt, aus dir herauskommen, Schotorchen. Du Mundfratze, wir sind nicht verrückt. Wir wollen doch nur abhauen. Wir sind nicht verrückt. Hört ihr mich? Wir sind nicht verrückt. Wir sind nicht verrückt. Wir sind nicht verrückt. Nicht verrückt. Nicht verrückt. Nicht verrückt. Wir sind nicht verrückt. Hört ihr mich? Wir sind nicht verrückt. Nicht verrückt? Kannst du das mal wiederholen, Joe? Wuff, wuff. Ich wusste, ich kann sie heilen, ganz ohne kalte Dusche. Ich muss zugeben, das haben sie gut gemacht. Daneben keine Anstalt. Die kleinen stinkenden Hundewelpen haben sich prima eingelebt. Das macht mich echt froh. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, Sie in unserem bescheidenen Gefängnis willkommen zu heißen, Senor Musclito. Erlauben Sie mir, Ihnen die Hand zu schütteln. Oh, ouch, ouch. Oh, das muss ein neuer Tanz sein. Upsi, tut mir leid, Senor Direktor, war nur ein Reflex. Oh, ist nicht so schlimm. Wer ist der maskierte Zwerg? Das ist Musclito, der größte Wrestler von Mexiko. Er sitzt, weil er beim Wetten betrogen hat. Sie kriegen unsere beste Zelle mit einem Kaktusausblick. Und meinen Trainingsring. Ich bat um einen Ring, um trainieren zu können. Das wird heute noch erledigt, Senor Musclito. Es gibt nur eine Bedingung, keine Kämpfe in meinem Gefängnis. Das ist absolut verboten. Darauf habe Sie mein Wort, Senor Direktor. Es heißt, dass er seinen Gegner 10 Meter hochwerfen kann und das mit nur einer Hand. 10 Meter? Ja, er wirft uns über die Mauer und zack, sind wir frei. Aber dann haben wir gebrochene Knochen. Beim Wrestling muss man lernen, wie man fällt und abrollt. Das ist wichtig. Ja, er hat recht. Lernen wir, wie man fällt. Ich frage mich, wer sich hinter dieser Maske versteckt. Wir möchten gern Wrestling-Unterricht bei Ihnen nehmen, Senor Musclito. Wir wollen lernen, wie man fällt. Nur so als Übung. Wir wollen nicht kämpfen. Vorsichtig, hier gibt's keine Kämpfe, Musclito. Oh, keine Sorge, Herr Direktor. Wir wollen nur etwas trainieren. Ein Wrestler muss den Ring in Besitz nehmen und die Seile benutzen. Ihr seid dran. Ich weiß auch, wie man tanzt. Au! Der Salto der Angelo. Was war das? Oh. Ein Klassiker. La Fajitas del Sol. Los Burritos de la Mancha. Enchilada de México. Das könnte wehtun. Aua, aua, aua. La Tortilla de la Luna. La Guacamole del Sur. Und natürlich der Metallstuhl. Aber nur benutzen, wenn der Ringrichter nicht hinsieht.
Oh, jetzt, wo wir wissen, wie man fällt, wie wär's mit einem kleinen Kampf? Hm? Tut mir leid, Totenbrüder, ich hab's versprochen, keine Kämpfe. Och, komm schon, nur ein klitzekleiner Kampf, du kannst uns auch ganz hochwerfen. Nein, komm nicht in Frage, ich hab's versprochen. Training si, combato no. Hm. Und morgen bring ich euch den Tijuana Strike bei. Geben wir es auf, Joe. Wrestling tut viel zu doll weh, außerdem will er nicht kämpfen. Aufgeben? Du hast wohl eine Schraube locker. Dieser Zwerg wird kämpfen, das sage ich euch. Hä? Ich weiß was, seine Maske. Was ist mit der Maske? Wir klauen sie. Hä? Ein waschechter Wrestler kann nicht ohne seine Maske in den Ring steigen. Er wird stinksauer sein und schwuppdiwupp schmeißt er uns über die Mauer. Der Plan gefällt mir nicht, Joe. Erledigt! Auf drei ziehen und weglaufen. Eins, zwei, drei. Madre de Dios, meine Maske! Los zur Mauer, schnell! Komm und hol sie dir, Musklito, komm, sei ein braver Maskenjäger! Das gehörte jetzt aber nicht zum Plan. Hey, Jungs, seht mal! Los, verschwinden wir! Aber wir sind vier und das ist nur ein Loch! Kretin! Alarm! Die Dolten sind wieder ausgebrochen! Muskelito! Zwei, eins und null. Musklito hat gewonnen, und zwar durch K.O. Du hast dir deine Entlassung redlich verdient, Musklito. Du hast die Daltons zurückgebracht. War mir ein Vergnügen. Hasta la vista, Señor Director. Wir werden nie erfahren, wer sich hinter dieser Maske versteckt. Oh, das ist so romantisch. Ja, außerdem tut es höllisch weh. Habt ihr gesehen, wie er über die Mauer geflogen ist? Ich bin sicher, das können wir auch. Wir müssen nur trainieren. Bereit, Averill? Tja, graben wir doch lieber einen Tunnel.